Absurde Sparvorschläge der FDP. Kanzler Scholz stellt sich gegen den Fünf-Punkte-Plan der FDP in Sachen Rente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte es ja nun auch schon in verschiedenen anderen Videos berichtet, aber auch auf Rentenbescheid24.de. Das große absurde Rententheater der FDP hat ja nun am Wochenende oder an dem Wochenende vom 11. Mai, 12. Mai und natürlich heute auch am Montag, dem 13. Mai, für großes Aufregen und Aufsehen gesorgt. Die FDP möchte in einem Fünf-Punkte-Programm unter anderem eine Änderung im Rentenpaket haben. Dort möchte sie unbedingt, dass die Rente mit 63 abgeschafft wird und dass verschiedene andere Dinge dort noch Eingang finden. Ich habe fast den Eindruck, als ob die FDP keine Lust mehr hat, an der Regierung teilzunehmen. Aber meine Damen und Herren, das ist eine völlig andere Frage. Ich möchte Ihnen hier mal heute zeigen, was es dort für Reaktionen gegeben hat. Also ich gehe einfach mal auf die Internetseite von NTV drauf und dort spiele ich mal ein Video ein zu diesem Thema. Sie sehen im Hintergrund den Herrn, der dort steht, ein etwas älterer Herr, und der hat auch was zum Thema Arbeiten im Alter zu sagen, meine Damen und Herren. Dazu brauche ich aber nicht den FDP-Vorschlag, die sagen, die Rente mit 63 abschaffen. Wer freiwillig arbeiten gehen will, soll das machen. Dazu brauche ich nicht die FDP, meine Damen und Herren. Aber schauen wir uns das mal an, was der zu sagen hat. Er arbeitet freiwillig weiter, obwohl er es längst nicht mehr müsste. Auch mit 74 unterstützt Ingenieur Klaus Schneider einen Betrieb in München bei Montage- und Qualitätskontrollen. Zum einen wollte ich im Ruhestand auch noch geistig und körperlich aktiv, fit und gesund bleiben. Und zum anderen wollte ich auch den Kontakt zur Arbeitswelt nicht ganz verlieren. Mehr Menschen wie Klaus Schneider, das wünschen sich viele Betriebe und auch die FDP. Weil hunderttausende Fachkräfte fehlen, sollen die Menschen nach Vorstellung der Liberalen länger arbeiten. Vor allem aber soll bald Schluss sein mit der sogenannten Rente mit 63. Wer 45 Versicherungsjahre lang malocht hat, darf bislang ohne Abschläge vorzeitig in den Ruhestand. Das können wir uns nicht mehr leisten, sagt die FDP. Die gesamte S. Meine Damen und Herren, Sie haben ja den FDP-Vorsitzenden Lindner gesehen. Ja, der stellt sich dahin, larmoyant, mit teurem Anzug, erklärt uns allen, dass die Rente mit 63, die abschlagsfreie Altersrente für langjährig Versicherte, abgeschafft werden soll. Wer 45 Jahre gearbeitet hat, das reicht ihm also sozusagen nicht aus. Wir sollen also so nach seinem Willen bis zum 72. Lebensjahr weiterarbeiten können und dürfen. Meine Damen und Herren, das dürfen wir schon in Deutschland. Wir haben eine absolute flexible Rente. Ich verstehe überhaupt die ganze Aufregung gar nicht. Wer möchte, kann in Deutschland gerne weiterarbeiten, auch im Rentenalter. Das Einzige, was in Deutschland ein bisschen doof ist, ist halt eben die Frage der Steuern. Dazu könnte man aber letzten Endes auch bestimmte andere Modelle einführen, indem man sagt, okay, ein bestimmtes Einkommen neben der Rente ist steuerfrei, damit man hier Anreize setzt. Also da hatte ich im Übrigen kürzlich einen interessanten Vorschlag gesehen von der AfD. Muss man auch mal drüber reden, über diese Vorschläge von der Partei der AfD. Ist ja nicht alles ganz so schlimm, was die AfD so produziert, aber hier in Sachen Rente, finde ich, hat sie schon ein paar ganz gute Vorschläge gebracht. Zum Teil auch, zum Beispiel auch mit der Änderung der Einkommensanrechnung in der Witwenrente. Da war ich auch voll oder da bin ich voll auf der Linie des Vorschlags der AfD. Mehr aber nicht. Meine Damen und Herren, schauen wir uns mal an, was der Bundeskanzler da noch dazu zu sagen hat. SPD geht auf die Barrikaden, allen voran der Kanzler. Wenn jetzt in der Politik diskutiert wird von einigen, muss das Renteneintrittsalter anheben, was ich absurd finde angesichts der realen Herausforderungen, die Menschen, die viele Jahrzehnte gearbeitet haben, vor sich haben, dann ist das nicht der richtige Weg, um einen Haushalt zu sanieren. Es wird auch. Also meine Damen und Herren, der Bundeskanzler bringt es auf den Punkt. Es ist absolut absurd, von der FDP, die Rente mit 63 in Frage zu stellen. Wer 5 hat, der hat ein ganz langes Erwerbsleben hinter sich.
Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da möchte ich ganz gerne Herrn Lindner sehen, in 20 Jahren, wenn der 20 Jahre lang in einem Alten- und Pflegeheim gearbeitet hat, dann wird er wahrscheinlich die Backen auch nicht ganz so dicke machen und wird in Demut den Menschen dann in die Augen schauen und sagen, ja Mensch, ich verstehe euch, ihr habt hart gearbeitet, ihr seid körperlich am Ende, wir müssen euch in Rente schicken und ruht euch erstmal aus und dann könnt ihr vielleicht ja mal noch ein Jahr später nochmal irgendwas anderes anfangen. Meine Damen und Herren, ich finde, das ist auch völlig in Ordnung, was der Kanzler hier gesagt hat, dass er klipp und klar sagt, dass auf Kosten der Haushaltssanierung hier keine Renteneinsparung geben darf. Machen wir mal kurz weiter. Auch gar nichts bringen. Klar ist aber, Finanzminister Lindner von der FDP fordert weiter massive Einsparungen beim Haushalt fürs kommende Jahr. Somit dürfte in der Ampel vorerst keine Ruhe einkehren im Streit um den. Also, meine Damen und Herren, auch das ist klar. Die ganzen Einsparungen sollen ja zulasten des Sozialhaushalts gehen. Das heißt also, Renten runter, Ausgaben, Bürgergeld runter, alle möglichen Ausgaben sollen runter, was das Soziale anbetrifft. Meine Damen und Herren, ich glaube schon, dass das so nicht in Ordnung ist, was die FDP hier betreibt. Und deswegen sage ich auch, meine Damen und Herren, es reicht langsam. Großteil der Bevölkerung, zumindest viele Menschen, die ich kenne, die haben den Kanal voll von der FDP, wünschen sich eigentlich, dass Lindner und Co. endlich aus der Regierung rausgehen und einfach Bücher schreiben oder irgendwas anderes machen. Er soll meinetwegen auch mal anfangen mit Arbeiten, körperlich anfangen mit Arbeiten, damit er dann auch vielleicht mal versteht, was in den Köpfen der Leute vor sich geht, wenn die solche Vorschläge hören, dass die Rente mit 63 wegfallen soll und dass wir hier bis 72 arbeiten sollen. Das kann Herr Lindner gerne tun, aber in Deutschland gibt es Gesetze und der Eingriff in die Rente mit 63 ist verfassungsrechtlich sowieso schon höchst problematisch, mit ganz langen Übergangsfristen verbunden. Und ganz ehrlich, da ist Lindner dann schon ein alter Mann, wenn die Übergangsfristen dann auslaufen zu den jetzt schon bestehenden Übergangsfristen nach § 236b SGB VI. Meine Damen und Herren, also völlig absurdes Theater. Dahinter steht nichts anderes. Ich hatte es auch schon in einem anderen Video gesagt, als dass die FDP mit dem Rücken an der Wand steht. Der Wahlkampf ist im vollen Gange. Drei Landtagswahlen stehen an, Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und da sieht es wirklich mau aus für die FDP. Und mal sehen, ob im September die FDP noch an der Regierung mitwirken wird oder ob dann Lindner und Co. Geschichte sind. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Tschüss.